Sind wir bis deppert? Ah, muss ich mir auch schon wieder teilen mit anderen? Wieso? Wieso kriege ich kein eigenes Zimmer? Das gibt's ja nicht. Aber geil. So schönes Grün. Saftiges Grün mit Wald und alles drum und dran. Sehr, sehr schön. Würde ich eigentlich sogar fast sagen, so richtig so typisch Garten Eden mäßig. Aber so richtig typisch, wie würde ich so in einem Garten so schlendern und alles. Bin schon richtig sexy. Voll geil haben sie das gemacht. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Ich bin gespannt, ob da irgendwelche Arschlöcher auch dabei sind. Gibt sicher fix irgendwelche Arschlöcher, 100%. Muss ich gleich den Scheißdreck drehen. Hey, die habe ich nicht gedreht. What the fuck? Also, das wäre jetzt geil gewesen, wenn ich den Kameraden da jetzt hätte wirklich jetzt die ganze Zeit herumschieben können. Snacks. Hi, servus. Servus, grüß dich. Steppen, aber. Gemeinschaftsraum für Gräser ist wie beim Ravenclaw. Was ist denn da los? Da haben sie den Chat nicht gespurt. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Danke. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Feig, der zufällig mitgekommen ist. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Feig gut geht. Es war definitiv aufregend. Natürlich war es grauenvoll, aber auch ein Abenteuer. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Ehrlich gesagt, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Es geht ja jetzt schon in die Richtung. Ui. Meinst du, manche Zaubersprüche werden in Hogwarts nicht gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Danke. Also man muss gleich einmal sagen, man merkt definitiv gleich mal den Unterschied. Man merkt schon noch den Unterschied. Allein schon gerade nur von dem Charakter her. Aber Alter, da haben sie definitiv nicht ins Gespur gegriffen. Aber es hat doch irgendwie... Es ist wirklich unter Wasser. Ich wollte gerade sagen, es hat so richtiges Aquarium-Feeling hier. Oh, Digga. Viel besser als Ravenclaw. Jetzt schon. Wow, das beschissenste Haus habe ich mal als erstes ausgesucht. Na gut. Würde ich an deiner Stelle nicht tun. Ah, kannst du essen gehen, Bitch. Hi. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist die neue Slytherin, die gestern mit Professor Feig hereingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag. Die ganze Danke. Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Feig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Finde ich schon mal geiler Fakt. Eine kleine scheiß Klugscheißerin, aber schön, dass gleich jeder Bescheid weiß von uns mit Drachen und das und das. Ja, natürlich. Vielleicht hätte Professor Feigs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Hoffe überall, ich will auch gern fliegen. Bitte, danke. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Huh.
Wenn du meinst. Also, wenn ich mir jetzt da hieß, jetzt bin ich komplett am Arsch. Aber okay, passt. Sie wird schon wissen. Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Ciao, ciao. Richtige Scheiße, fügt der Klugscheißerin. Die, ich will die fertig machen beim Fliegen. Ich will die sowas von fertig machen. Geil. Voll geil. Rebellion. Ich wollte gerade sagen, so darf ich noch gar nicht zaubern. Na hallo. Ich glaube, ich habe was gehört. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl die neue Fünftklässlerin. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Wo ist sie mit seinen Augen? Digi? Oh ja. Tja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Würde mich jetzt aber wirklich interessieren, kann halt einfach nur nicht sehen, oder? Hat er einfach nur bestimmte Augen, oder ist er vielleicht sogar irgendwas Besonderes? Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Ah ja! Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Finde ich cool. Könnte man definitiv noch eine richtig geile Geschichte draus machen. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Auf den Typen bin ich definitiv gespannt. Ist Slytherin Neuzugang aus der 5. Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Ah, danke schön. Ich komm schon. Aber definitiv neugierig. Der ein oder andere Charakter macht schon mal definitiv Fun. Wow, Alter. Da will ich gerne mein Battle einstecken. Geht das? Der Scheißdreck bewegt sich fix. Poseidon, hey, servus, grüß dich. Soll ich da auch mal wieder die Augen anstechen? Wie Kratos. Aber voll geil. Hat so ein geiles Feeling. Dieses Unterwasser-Ding. Oh, einfach der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Geil. Richtig geil. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Nur dicker geht's eh nicht mehr, oder? Digga! Aber wie sie so gechillt ist. Es ist voll gechillt. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor.
Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Klar doch. Was will denn da mal wieder Schönes? Ich muss schon wieder zaza. Oh, hast du. Damals als Schülerin darf ich anscheinend noch nichts machen. So etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Diese geile Hintergrundmusik. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Revelio. Da bin ich jetzt aber wieder mal gespannt. Okay, Herausforderungen freigeschalten. Da haben wir unsere Stufe, da haben wir Herausforderungen, da haben wir Sammeln. Na, bist du deppert. Okay, Kampf, Aufträge, Erkunden, Handbuchseiten, Raum der Wünsche. Kriege ich sogar wenigstens sogar eine Belohnung? Na schau. Wird sich dann mal wenigstens mal wieder auszahlen. Sie reden schon wieder mit dem Bücherl herum. Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Werden wir machen. Allein schon nur wegen dieser Scheißtür. Diese Scheißtür, Digga. Digga, ich könnte der Scheißverfickten Tür den ganzen Tag zuschauen. So geil. Saugeil. Die Roboter mal wieder. Also, die Roboter. Die Ritter hier mal wieder an Bewegung. Ha, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Karte ist zwar Schmutz, aber trotzdem. Ui, Memo, ui. Guck mal da. So, Richtung Bibliothek und dann Haupthalle war's, gell? Da hast du mir eh schon was Zeit gehabt. Passt, let's go! Ladezeiten finde ich jetzt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Und da wären wir eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Oh ja. Definitive Zeitersparnis, definitiv. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Schau, wie die gleich mal lernen da im Hintergrund. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Sicher, werden wir machen, auf alle Fälle. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Ah ja, gut zu wissen. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Ah ja. Wir haben ja auch schon im Hintergrund ja den einen oder anderen Lehrer schon mal gesehen. Fand ich richtig cool. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Das Bier ist schon mal köstlich möchtlich. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag.
Und sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben ihre Professoren zugestimmt, ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ja, ich vermute, es geht bei der Sache mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Fig hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wir plaudern gleich mal alles aus. Professor Fig, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Alte Magie. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Danke, Stalkerin. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Ah, ja. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Gut zu wissen. Definitiv gut zu wissen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ja? Ja, Sir. Aber ich habe ihr nichts weiter über unsere Reise hierher erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Dann zeige mir hier aber wieder die Pillow-Karte da von Wisch bestellt. Die ist wirklich heute wie von Wisch bestellt. Sagen wir nicht ab. So, und da können wir jetzt dann einfach da quasi entscheiden, entweder den Unterricht oder den. Natürlich, gleich mal die dunkle Gewitzte, dann sicher, wir wollen ja gleich irgendwie hart dran. Auf alle Fälle. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich, mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Gut zu wissen. Definitiv gut zu wissen. Auch schon wieder mit der Schlangen und alles. Ui, 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 ui. Leute, damit.
Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.